Jo, und Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal kein normales Commentary, sondern eher so ein bisschen, um die aktuelle Lage zu erklären. Denn jeder treue Abonnent hat natürlich mitbekommen, dass ich jetzt ungefähr, was weiß ich, anderthalb Wochen, fast 2 Wochen, glaube ich, nichts wirklich hochgeladen habe. Und das habt ihr natürlich richtig bemerkt. Ich habe tatsächlich nichts hochgeladen, kein Starbucks-Fail oder sowas. Und kurz zum Gameplay hier, das sollte eigentlich ein Live-Commentary werden, aber weil ich das lieber nochmal anders erklären wollte alles, dachte ich, dass ich das jetzt halt nochmal nachkommentiere, aber das Gameplay behalte. Und zwar wollte ich halt schnell gegen Abonnenten Halo spielen, ein schnelles One-on-One, weil ich halt schnell ein Gameplay brauche und One-on-Ones machen Spaß. Ich hatte sowieso gerade Halo gespielt und ja. Zum Gameplay muss ich also nicht mehr viel sagen. Kurz zu meiner aktuellen Lage. Ihr wisst, Ghost ist raus. Ich habe Ghost halt auch jetzt ein bisschen gespielt. Ich bin Level 25 und ich habe seit Release auch interessant, meiner Meinung nach, dass ich es halt. Oh mein Gott, was für ein Schuss! Du bist so gut, Finn! Interessant eigentlich, dass ich es jetzt seit Release habe und da bin ich echt erst Level 25. Das habe ich echt selten gehabt, dass ich ein COD so wenig gezockt habe in den ersten Tagen. Aber naja, es gefällt mir halt nicht wirklich. Ich finde es extrem langweilig. Und keine Ahnung, ich habe halt nicht wirklich Spaß an dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich quäle mich, das Spiel zu spielen, um irgendwelche Gameplays zu bekommen. Ich lasse mir Gameplays geben oder ich höre mit YouTube auf. Die beliebteste Antwort da wäre wahrscheinlich, dass ich mir Gameplays geben lasse und nicht mit YouTube aufhöre. Ich denke, die meisten fänden das, glaube ich, ganz in Ordnung. Und das werde ich jetzt auch so machen. Also jeder kann mir ab jetzt Gameplays einsenden von Ghosts, aber nur in HD, ohne Color Correction, gute Qualität. Ja, auch wenn es HD ist, HD heißt nicht immer gute Qualität, ne? Das werden einige wissen. Also nicht irgendeinen Scheiß daraus rendern oder so. Einfach die Scheißdatei auf YouTube hochladen, ungelistet mir den Link schicken. Dann schaue ich mir das an. Nicht immer fragen, ob ich das Gameplay nehme oder so. Das ist dann halt, je nachdem, wie viele Gameplays ich habe und so weiter. Dann zur Xbox One. Die werde ich mir nicht holen. Ich kriege übrigens an dem Tag auch meine Weisheitszähne raus, wo die rauskommt. Interessant. Und sehr spaßig auf jeden Fall. Allerdings werde ich mir die erstmal nicht holen. Dann vielleicht zum ersten Preisdrop vielleicht. Ich werde sowieso nicht wirklich, wahrscheinlich nicht wirklich zocken in Zukunft. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie das Competitive aussehen wird, weil ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich halt im N7 Competitive Team bin. Ich will competen, ich will einen Wettkampf haben. Aber das, keine Ahnung, Ghost ist nicht der Wettkampf, den ich haben will, wenn ihr versteht, ne? Also jeder, der schon mal Competitive gespielt hat, hat, ich sag mal, so ein Verlangen, einfach irgendeinen Ansporn neben irgendwelchen hohen Gameplays zu haben. Also irgendwelchen Highscore-Gameplays. Man braucht einfach noch einen Ansporn. Also als Competitive-Spieler ist es dann halt das Competen in irgendwelchen Ligen oder in Turnieren, Wettkämpfe, was auch immer. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, Xbox One werde ich mir halt erstmal nicht holen und es ist dann wahrscheinlich auch so, dass je nachdem, was sich ergibt, ich dann da auch bald dann aufhören werde, aktiv zu zocken. Ich werde sowieso in Zukunft nicht mehr viel zocken. Ich meine, es stehen andere Sachen dafür an. Es wird eine Halo LAN geben in Berlin, da werde ich teilnehmen. Da wollte ich extra warten. Ja, da werde ich auf jeden Fall an der LAN teilnehmen. Mit ein paar alten Kumpels werde ich da ein Team machen. Dann werde ich schauen, wenn Halo 5 rauskommt, wenn es vielversprechend aussieht, dann werde ich da bestimmt auch ja, wieder mir die Xbox One holen und das dann auch spielen. Allerdings sehe ich so für Call of Duty jetzt nicht so eine krasse Zukunft. Mal schauen, was sich Competitive ergibt. Aber an sich erstmal ist es nicht wahrscheinlich, dass ich da großartig zocken werde. Was aber nicht direkt jetzt heißt, dass ich halt aufhöre oder so. Was aber gut möglich wäre, ihr wisst. Naja, ich werde halt versuchen, jetzt trotzdem wieder Videos aktiver zu machen. Und naja, mal schauen, das mache ich dann halt mit den Gast-Gameplays. Und ja, dann werden wir halt mal sehen, wie das so weitergeht. Ich denke nicht, dass ich irgendwie direkt aufhören werde mit YouTube. Sven hat ja leider, wird ja wahrscheinlich leider aufhören, so vielleicht. Also hat er so drüber nachgedacht. Sven Teros, für die, die ihn nicht kennen. Finde ich schade genug, da möchte ich euch nicht noch einen unglaublichen YouTube-Star nehmen. Ja, genau. Und da habe ich 15-0 gewonnen. Ja, das ist meine aktuelle Lage. Wie gesagt, ihr könnt mir Gameplays einschicken. Bitte nur ungelistet auf YouTube hochladen, habe ich ja eben alles erzählt, ohne Musik, Intro, Logo, was auch immer. Ja.
Ich würde sagen, das war's erstmal. Wer weiß, was mit meinem Kanal passiert in Zukunft. Wir werden es sehen, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Lasst vielleicht ein Like da, lasst es vielleicht auch sein. Ist mir egal eigentlich. Ist ja auch nur ein Infovideo und so, ne? Aber eigentlich könntet ihr trotzdem ein Like da lassen, damit das mehr Leute sehen. Weil das ist ja ein Infovideo, das sollen ja meine Abonnenten sehen, ne? Also, wenn ihr Freunde habt, dann erzählt denen das, ne? Dass ihr dieses Video hier gesehen habt, damit die das nämlich auch sehen, ne? Das ist auf jeden Fall wichtig, weil die sollen es ja auch wissen, nicht, dass die denken, was ist denn mit Wapiti LP los, ne? Also das auf jeden Fall euren Freunden erzählen, ne? Also ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen, ne? Also seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, ne? Bis dann, ne? Ciao.